Liebe Anlegerinnen und Anleger, gute Zeiten an den Aktienmärkten. Der DAX klimmt ein Rekordhoch nach dem nächsten. Jeden Tag geht es quasi ein paar Punkte nach oben. Kemal Badschi, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Das wird natürlich viele Anleger freuen, die bei euch genau auf diese Entwicklung spekuliert haben, die also long sind. Aber ganz ehrlich, fangen wir erstmal an mit den Gründen. Was steckt denn dahinter? Und dann natürlich die Frage, was machen die Anleger draus? Guten Tag, Cornelia. Ja, tatsächlich sehen wir an den Aktienmärkten ein Allzeithoch nach dem anderen. So wie im DAX. Unsere Analysten sind bei dieser Entwicklung eher skeptisch. Aber in der Eurozone, gerade in Europa, stellt sich wahrscheinlich die Bewertungsfrage. Der DAX ist deutlich niedriger bewertet als zum Beispiel die US-Märkte sowie die Eurozone insgesamt. Das scheint vielleicht viele Anleger eher in diesen Markt zu spülen. Allerdings, was wir auch beobachten, ist, dass es eine Large-Cap-Rally, so wie in den USA, das heißt eher die größeren Unternehmen jetzt die Märkte in die Höhe getrieben haben. Es kann sein, dass jetzt eher die zweite Reihe zukünftig mehr in den Fokus rückt und eher die mittelständischen Unternehmen sich stärker entwickeln könnten. Unsere Analysten sind der Meinung, dass hier vor allem die Zinsfantasie mit eingepreist wird. Denn wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, weder die Berichtssaison war besonders erfolgreich. Das Gewinnwachstum liegt eher so im moderaten einstelligen Bereich. Noch sehen wir, dass die aktuelle Konjunktur besonders stark wäre. Das wird sich wahrscheinlich auch in dieser Woche mit den Konjunkturindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes sowie IFO-Index bestätigen, dass die eher auf niedrigem Niveau wahrscheinlich einen Boden bilden werden. Und erst in der zweiten Jahreshälfte wir so etwas wie einen Aufschwung sehen werden. Es kann sein, dass der Markt das auch ein bisschen vorwegnimmt. Aber unsere Analysten setzen hier vor allem auf die Zinsfantasie. Und was machen die Anleger aus dieser Situation? Da gibt es ja sicherlich einige, die eben an dieser Bewegung partizipiert haben, die long waren und natürlich insbesondere von der Hebelwirkung nun profitieren. Erwarten die, dass die Story weitergeht oder nehmen die jetzt mal ein paar Gewinne mit? Tatsächlich sehen wir verstärkt Gewinnmitnahmen und eine sogenannte Contrarian-Positionierung. Gerade die sehr aktiven Trader sind da ja skeptisch, gerade wenn der Markt zu weit steigt, dann steigt auch die Anfälligkeit für eine Korrektur. Die ist jetzt mit Sicherheit auch gegeben. Der Markt wird technisch überkauft und deshalb sehen wir jetzt vor allem sehr viel Nachfrage nach Puts, nach Turbo-Short-Produkten, wo dann eben die Contrarians insgesamt auf eine Korrektur setzen. Insgesamt sind gerade die Hebelprodukte ja ohnehin sehr kurzfristiger Haltedauer. Das heißt, die meisten Trader, die beurteilen die Situation täglich neu und positionieren sich da auch täglich neu und halten dann die Positionen entsprechend auch nur über eine kurze Dauer. Und alle diese Anleger werden natürlich die Inflationsdaten in dieser Woche im Blick haben. Die könnten so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Wir werden in den USA Zahlen sehen, hier in Europa. Und dahinter steckt natürlich die große Frage, wie geht's weiter mit den Zinsen? Und das ist auch das Thema, was natürlich die Märkte dann in die eine oder andere Richtung bewegt. Ja, tatsächlich gab es da ja zuletzt auch große Überraschungen. Wir werden jetzt wahrscheinlich am Mittwoch die Inflationsdaten in den USA für den privaten Konsum sehen. Da wird sich wahrscheinlich nochmal die Stärke der Januarinflation bestätigen. Vor allem im Dienstleistungsbereich erwarten wir, dass die Preise weniger stark gefallen sind. Und damit rückt auch die Zinssenkungsfantasie eigentlich in weitere Ferne. Ursprünglich war der Markt ja sehr euphorisch, hat bis zu 6 Zinssenkungen eingepreist. Diese Euphorie ist verflogen. Die Inflation zeigt sich deutlich hartnäckiger als erwartet. Wir glauben, dass der Trend der sogenannten Disinflation anhält. Das heißt, Inflation insgesamt rückläufig ist, aber eben viel langsamer als von den Marktteilnehmern erwartet. Auch die Federal Reserve hat ja bereits schon ihre Erwartungen zurückgenommen. Also unsere Analysten gehen davon aus, dass es nicht mehr als 3 Zinssenkungen in diesem Jahr werden und die erste wahrscheinlich nicht vor Mai oder Juni. Das sehen wir auch an der Zinskurve. Die Zinsen in den USA haben sich erholt, auch am längeren Ende. In der Eurozone hingegen erwarten wir, dass die Inflationsdaten weiterhin rückläufig sind, wahrscheinlich auf bis zu 2,5% fallen könnten. Das ist so der Konsensus unter den
Analysten. Und das könnte vielleicht auch die EZB darin bekräftigen, schon bald Zinssenkungen einzuleiten. Denn die Kombination mit erfolgreicher Bekämpfung der Inflation und schwacher Konjunktur ist für die Zentralbank eben ein Signal, Zinsen senken zu können. Und dann könnten wir tatsächlich in dieser Situation sein, dass die EZB nicht mehr der Nachzügler ist, sondern vielleicht sogar noch vor der Federal Reserve die Zinsen senken könnte. April ist solch ein vermutliches Datum, wo es dann in der Eurozone zur ersten Zinssenkung kommen könnte aus Sicht unserer Angst. Die EZB schneller als die FED-Kimmer. Das kann man sich kaum vorstellen. Wir sind sehr gespannt, ob es tatsächlich mal so eine Überraschung gibt. Wenig überraschend ist momentan offensichtlich die Erfolgsstory, die wir bei den glorreichen Sieben sehen. Also das scheint so ein bisschen eine Never-Ending-Story zu sein. Nvidia, viele sagen ja schon, was sind das für hohe Notierungen? Dann gibt es sehr gute Zahlen. Man setzt quasi den nächsten drauf. Also das ist eine Story, die natürlich momentan die Anleger schon fesselt. Sieben Aktien, die für viel Kurs Gewinne verantwortlich sind und sicherlich beim einen oder anderen Anleger auch so ein bisschen Glanz in die Augen zaubern. Ja, das kann man wohl sagen. Nvidia übertrifft alle Erwartungen derzeit, denn die sind wirklich hochgesteckt. Auch die Gewinnerwartungen sowie die Umsatzerwartungen vom Markt werden immer höher gesteckt und Nvidia hat es wieder geschafft, diese zu übertreffen. Deswegen gab es nochmal positives Momentum. Damit ist Nvidia eigentlich auch schon die Aktie unserer Zeit, denn tatsächlich ist Nvidia nicht nur für ihren eigenen Kurs relevant, sondern für den gesamten Markt. Zum Beispiel im Nasdaq ist Nvidia für ein Drittel der Gewinne seit letztem Jahr, der Gesamtgewinne für das Index im letzten Jahr verantwortlich. Das heißt, Nvidia ist damit der ganz entscheidende Treiber insgesamt für die Märkte und der Kurs hat sich ja nochmal in den Höhen nochmal beschleunigt. Allein in diesem Jahr ein Plus von fast 50%. Unsere Analysten glauben, dass wir hier so etwas wie einen säkularen Zyklus bei der künstlichen Intelligenz-Aktien haben. Wir glauben, dass auch die umliegenden Aktien aus dieser Branche säkular gerade künstliche Intelligenz weiter profitieren können. Das bestätigt sich für uns aber nicht bei allen Technologieaktien. Wir halten Technologie für so hoch bewertet. Der Nasdaq hat im Moment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 33, wohingegen der DAX etwa bei 13 notiert, um etwa mal den Vergleich zu sehen. Natürlich haben wir bei der Technologie viel stärkeres Wachstum, aber unsere Analysten glauben, und das sehen wir ja auch, dass eben nicht mehr die Magnificent 7 im Fokus sind, sondern tatsächlich ein paar dieser sieben Giganten auch schon Schwäche zeigen, unter anderem zum Beispiel die Tesla. Das heißt, der Fokus scheint tatsächlich hier auf der künstlichen Intelligenz zu liegen. Und wir haben aber ein sehr hohes Niveau erreicht. Also auch hier steigt natürlich die Korrekturanfälligkeit. Und Anleger könnten sich überlegen, vielleicht auch mal mit Put-Optionsscheinen die hohen Gewinne, auf denen sie aktuell sitzen, auch mal abzusichern. Die sind im Moment gar nicht so teuer. Auf die Nvidia ist die implizite Volatilität besonders hoch, aber auf den Nasdaq zum Beispiel ist sie eher moderat. Und da kann man aktuell mit vergleichsweise günstigen Konditionen absichern. Bei all der guten Stimmung am Markt dämpft einer in diesen Tagen, und zwar der Börsenaltmeister schlechthin, Warren Buffett, in seinem jährlichen Anlagebrief. Und lässt da eher so ein bisschen Vorsicht walten, um nicht zu sagen, zeigt auch ganz klar auf, dass die Chancen, wie wir sie vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben, für dieses Jahr nicht mehr so existieren. Was schreibt er denn genau? Ja, ganz genau. Und, Warren Buffett hat eine Warnung an seine Anleger geschickt, dass wahrscheinlich Berkshire Hathaway nicht mehr das gleiche Potenzial der vergangenen Jahre auftrumpfen kann, denn im Moment fehlen ihm einfach die Anlageopportunitäten. Wahrscheinlich auch ein Skeptiker, dass die Bewertungen einfach im Moment sehr hoch sind. Er findet nämlich kaum attraktive Bewertungen mehr und er glaubt, das ist ein Zustand, der eben eher länger anhalten wird. Und das Gleiche, er ist ja eher immer sehr USA fokussiert gewesen, aber auch selbst wenn er versucht, außerhalb der USA zu gehen, sieht er ein ähnliches Bild, hat er nun festgestellt, dass hier weiterhin an attraktiven Bewertungen fehlt.
Heißt wohl, dass das insgesamt die Kurse sehr hoch sind und dass er auf absehbare Zeit eben keine attraktiven Anlagen für Berkshire Hathaway erwartet. Blicken wir noch auf eure Most Active-Tabelle, also auf das, was die Anleger beschäftigt. Der DAX ist natürlich mit dabei mit seinem Höhenflug. Da hast du aber schon gesagt, da setzen Anleger jetzt eher auch wieder auf rückläufige Notierungen, nehmen verständlicherweise auch Gewinne mit. Was beschäftigt die Anleger sonst noch? Ja, genau. Außer vom DAX wird auch Öl gerne im Moment verkauft. Hingegen gesucht werden derzeit Longs auf RWE und Rheinmetall. Kemal, vielen Dank für die Einschätzungen zum Wochenstart und euch und natürlich auch all unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine gute Handelswoche. Ich danke.